Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harry Potter Visits Unite. Ich bin Chaos Lady. Mein allererster Sea Day ist jetzt nun vorbei und ich werde euch jetzt mal berichten, wie der so gelaufen ist. Das ist der zweite Sea Day überhaupt in diesem Spiel und dieser hat sich eher auf die Festung konzentriert. Nicht auf Gegenstände einsammeln, sondern auf die Festung. Das heißt, man hat mehr in der Festung was gemacht. Und je nachdem, an welcher Festung man sich dann aufgehalten hat, hat man vielleicht andere Spieler getroffen. Das müsst ihr mir auf jeden Fall mal sagen, weil ja, ich bin leider nicht rausgegangen. Ich habe meinen Kollegen gefragt, ob er Zeit hat, weil ich davon ausgehe, dass hier nicht so viele Leute spielen. Und wenn, dann ist es vielleicht maximal einer. Und wer weiß, ob der jetzt dann in der Dorfmitte gewesen wäre. Es war mir zu riskant, also bin ich dann halt zu Hause geblieben. Weil bei mir ja eine Festung rumsteht und ein Gasthaus und damit habe ich eigentlich die perfekte, wie soll ich sagen, Konstellation, genau, Konstellation für diesen C-Day gehabt. So, genau. Meinen ersten C-Day habe ich ja verpasst, habe ich euch schon mal erzählt, weil ich zu dem Zeitraum kein Internet hatte und wer weiß, ob dann überhaupt ein Gasthaus gewesen wäre, Gasthaus gehabt hätte, um dann die Energie einzusammeln. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe erst um 13 Uhr angefangen mit dem Sea Day, weil ich sowieso schon wusste, dass ich so viele Runen gar nicht habe, um die kompletten 3 Stunden auszufüllen. Das auch dadurch, dass ich auch wusste, was es als kostenloses Geschenk gibt. Da waren zwar auch ein paar Runen drin, aber das waren trotzdem noch viel zu wenig. Liegt aber auch einfach daran, dass ich weiß, wie man so effektiv in der Festung kämpft. Darauf gehe ich aber später nochmal ein. Mit der neuen App-Version kann man übrigens in Wizards Unite die Rezepte im Rezeptmenü die Zutaten verwalten, habe ich euch ganz am Anfang vom Gameplay gezeigt, falls ihr das nochmal sehen wollt. Ich hatte währenddessen einen beeindruckenden Wichtel, den brauche ich ja aktuell für die Aufgaben WDG. Und das heißt, jetzt fehlt nur noch einer. Aber dieser eine muss jetzt halt irgendwann per Zufall kommen, weil ich habe so viel Runen ausgegeben. Am Ende des Videos werdet ihr sehen, wie viele Runen ich noch habe. Ich habe auch sehr viele Tränke ausgegeben, 17 starke Extimulo-Tränke und 11 effektive Extimulo-Tränke hatte ich am Anfang und am Ende sind sie doch schon einiges reduziert worden. Ich habe nämlich auch die Chance genutzt und habe die letzte Stufe, die ich in der Festung erkämpft habe, dann auch bekämpft. Die seht ihr auch im Gameplay, die habe ich euch komplett reingemacht, weil der große Vorteil war, dass diese Stufe halt doch um einiges einfacher ist, dadurch, dass die Heiltränke während des Community Days ja so einen starken Boost hatten. Durch die hohen Erfahrungspunkte, die man bei einem gewonnenen Herausforderung bekommen hat, hat man natürlich das nochmal verdoppeln können durch den Barufius Gehirnelixier, welche Erfahrungspunkte, damit konnte man sehr viele Erfahrungspunkte sammeln, die ja wichtig sind, wenn ihr Gegenstände mit hoher Gefahrenstufe einsammeln wollt. Meine höchste Stufe in der Festung ist die Waldkammer 2. Ohne Tränke ist diese Stufe nicht machbar. Aber solo mit Tränke schon. Und sie hatte einen Schwierigkeitsgrad von 4032. Ich glaube, ich habe diese Stufe schon mal probiert, aber mit einem Stufe 2 Rune. Das war dann nicht so lustig. Die hatte ich, glaube ich, dann auch verloren. Ich habe, glaube ich, das Gameplay sogar noch irgendwo. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt nicht ultra krass in der Festung bin, sondern ich weiß, wie man die Tränke effektiv nutzt und würde auch gerne für euch mal ein passendes Video dazu bringen, falls ihr euch dafür interessiert. Ich werde das jetzt aber hier trotzdem anschneiden, was ich hier gemacht habe. Wir sehen ja jetzt gerade die Waldkammer 2, die Geschöpfe, ja, der Werwolf und die Magier hier in dieser Stufe sind sehr stark. Da braucht man einen effektiven Exti-Mulo-Trank, um überhaupt rechtzeitig und schnell Schaden zu machen.
Man braucht Heiltränke noch zusätzlich. Also die ersten Stufen, also die Stufen vor der Waldkammer, habe ich alle nur mit diesen Extimulo-Tränken gemacht, ohne irgendwelche Heiltränke. Jetzt brauche ich aber an der Stelle Heiltränke, weil ein K.O. kann ich mir zwar leisten in dieser Stufe, aber also wenn man K.O. geht, dann ist man 40 Sekunden K.O. und danach wird man wieder komplett aufgeladen. Hier im Gameplay habe ich mir aber diesen K.O. nicht geleistet. Ich hätte mir einen Heiltrank aber sparen können dadurch, aber da ich eigentlich gehofft hatte, ich würde es noch rechtzeitig schaffen, bevor der Gehirnelixier ausgeht, dass ich dann noch den Kampf gewinne, weil für diesen Kampf bekommt man 566 Erfahrungspunkte. Mit einem Trank, den Barufius Gehirnelixier, könnte man das Ganze nochmal verdoppeln, was ich an der Stelle nicht geschafft habe. Und dann wären das 1132 Erfahrungspunkte gewesen. Das ist halt schon eine ganze Menge. Aber ja, hat halt leider nicht geklappt. Was soll's? Das nächste Mal vielleicht oder ein anderes Event. Wir werden sehen. Es wird ja auch bald, sehr bald, gibt es auch schon das nächste Event. Niantic hat schon das nächste Event für Harry Potter angekündigt. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich glaube, das war am 13. Ich habe es mir jetzt nicht notiert. Ich werde mal schauen, ob ich dazu nochmal, bevor das Event anfängt, nochmal ein Video bringe. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, falls ihr das nicht mitbekommen habt, wann das nächste Event ist. Nach dieser Waldkammer habe ich mir dann endlich das Geschenk geholt. Ihr seht ja unten links selbst, wie viel Energie ich noch habe. Da ist jetzt auf jeden Fall mal ein guter Batzen frei, um die 50 Energie zu holen. Die kann man sich natürlich auch am Anfang holen. Dann hat man halt 150 und dann braucht man erstmal kein Gasthaus mehr zu besuchen, um weitere Energie zu bekommen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eigentlich funktioniert. Das funktioniert ja auch beim Gasthaus. Wenn ich genau eine Energie weniger habe als meine Maximum-Energie, dann kann ich an dem Gasthaus mir was zu essen holen. Und wenn ich dann das Hauptmenü bekomme mit 10 Zauberenergie, dann bin ich etwas drüber, aber es ist möglich. Was ich auch total in Ordnung finde, das finde ich sogar ganz gut. So, das kostenlose Geschenk beinhaltete eine Stufe 3 Hogwarts-Rune, eine Stufe 2 Hogwarts-Rune und eine Stufe 1 Hogwarts-Rune. Das waren erstmal die drei Runen. Dann die 50 Zauberenergie und drei silberne Schlüssel. Was machen die drei silbernen Schlüssel da drin? Die passen ja zu dem C-Day überhaupt nicht rein. Ja, das liegt wohl daran, habe ich zumindest gelesen, dass die hinzugefügt worden sind als Entschädigung, dass es im Potter Disaster Event Probleme mit den Potschatullen gab. Aha, okay. Habe ich jetzt irgendwie nicht ganz mitbekommen, welche Probleme Niantic da jetzt wirklich hatte. Leider. Hätte mich jetzt sehr interessiert und hätte ich euch auch gerne mitgeteilt. Aber ja, so ist es halt jetzt gerade mal aktuell. Mir hat das eine Gasthaus tatsächlich sogar gereicht. Hier so, ne? Dort kam während des Events sehr gutes Essen mit sehr viel Zauberenergie. Eigentlich überdurchschnittlich, also sehr oft auch mit 100% mit 10 Zauberenergie. Das war krass. Habe ich euch auch mal hier und da im Gameplay angezeigt. Und so hat das dann auch richtig Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich später auch getraut, in der Festung ohne Tränke zu kämpfen. Aber wenn ich ohne Tränke kämpfe, dann kostet mich das richtig viel Zauberenergie. Richtig viel. Also richtig viel, da sprechen wir zwischen 20 und 30 Zauberenergie, nur um den Kampf ohne Energie zu gewinnen. Eventuell mit K.O., aber ich glaube, ich habe fast alle ohne K.O. gemacht, weil das kostet einfach viel zu viel Zeit, weil man schließlich ja auch den Barufius Trank einsetzen möchte und dementsprechend will man in der halben Stunde ja so viel wie möglich schaffen und nicht nur einen einzigen Kampf. Aber so wenige sind es dann aber auch nicht. Gut, genau. Das Register Herausforderungen habe ich auf Rang 27 gespielt. Das bedeutet, ich habe von Rang 24, war ganz kurz vor 25,
Also ich habe Rang 25, 26 und 27 im Event erspielt. Das sind drei Ränge. Ich habe den Scherzartikel 3, also die Registerkarte Scherzartikel 3, komplett gefüllt und mir da Prestige geholt. Voll krass. Und noch krasser ist vielleicht, wie viele Erfahrungspunkte habe ich gesammelt? 10.209. Ja, jetzt würde mich natürlich viel mehr interessieren, wie ist denn euer C-Day gelaufen? Habt ihr den überhaupt mitgespielt? Warum habt ihr ihn nicht mitgespielt? Wart ihr zufrieden? Wart ihr unzufrieden? Alles Mögliche. Hat es euch Spaß gemacht? Habt ihr vor allem mit anderen zusammengespielt? Weil man bekommt ja nochmal einen Bonus, wenn man mit anderen zusammenspielt. Und ich war alleine und dementsprechend sieht das so aus. Ich hoffe, nächstes Mal hat mein Kollege Zeit und oder ich kann es besser timen, dass ich dann zum richtigen Zeitpunkt an einem Ort bin, wo vielleicht auch ein paar Spieler sind. Das war jetzt gerade etwas ungünstig, hätte mir eher Sonntag gewünscht, aber ja, es war jetzt halt ein Samstag und ich habe erstmal kurz vor 12 habe ich angefangen Essen zu kochen und das hat dann halt eine Weile gedauert, bis ich dann fertig war mit Essen und dann, also 13 Uhr deswegen. So, genau, ja, hier kann man es auch nochmal sehen, Stufe 27 und wie die Punkteeinteilung so gewesen ist und dann kommen hier noch ein paar Ergebnisse aus der Festung. Jeden Kampf konnte ich euch jetzt definitiv nicht zeigen. Das ist schon ein bisschen schwierig, euch das überhaupt zu zeigen, weil das halt einfach so viele und manche Kämpfe sind sehr lang. Ah, ist alles nicht so einfach. So, ich bin jetzt auch schon fast am Schluss. Ich habe aber noch einen kurzen Moment Zeit, um euch jetzt doch noch zu sagen, das nächste brillante Event ist am 13. August. Zurück nach Hogwarts heißt dieses Event. Und das geht vom 13. August bis 20. August. Und es gibt da wieder eine zweite Woche. Und zwar mit dem 27. August bis 3. September. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.